Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass heute Nina George da ist. Sie ist Schriftstellerin, außerdem Journalistin und Präsidentin des European Writers Council. Herzlich willkommen, Nina. Hallo, Niklas. Schön, dass du da bist und tu mir doch einen Gefallen und sag einmal ganz kurz, was du machst, wer du bist und was eigentlich das European Writers Council so genau ist. Hauptberuflich bin ich jetzt seit inzwischen, lass mich kurz rechnen, 27 Jahre freie Journalistin und Schriftstellerin ein bisschen kürzer, erst seit 1997. Und seit 2011 bin ich meistens ehrenamtlich tätig in einem der üblichen Schriftstellerverbände, zum Beispiel beim Verband Deutscher Schriftsteller und Schriftstellerinnen, beim PEN-Zentrum. Ich habe einige Initiativen gegründet, wie Frauenzählen oder Fairer Buchmarkt. Und vor einem Jahr habe ich mich aufstellen lassen und bin inzwischen Präsidentin des European Writers Council. Und unsere Mitgliedschaft vertritt 41 Organisationen aus 27 Ländern, aus Europa und der Europäischen Union, aber auch aus Nicht-EU-Ländern wie zum Beispiel Montenegro oder Norwegen oder Island. Und im Prinzip vertreten wir 150.000 Autoren und Autorinnen aus dem ganzen Buch- und Textsektor, sowohl akademische Autoren und Autorinnen, aber auch Liebesromanautoren, Krimi-Autorinnen, Kurzgeschichten und auch Übersetzer und Übersetzerinnen sind da ebenfalls dabei. Das heißt, alle Genres, die in 32 Sprachen zurzeit veröffentlichen. Darauf kommen wir gleich auch nochmal genauer zu sprechen, weil du ja oder ihr mit dem European Writers Council auch sehr viel Interessensvertretung macht und dementsprechend auch sehr viel herausfindet, was die Mitglieder so machen und wie es denen geht. Und deswegen wäre da auch so eine Frage an dich. Einmal für dich persönlich als betroffene Schauspielerin, Schriftstellerin, aber auch an vielleicht in der Hinsicht, was du auch weißt über die Mitglieder aus dem European Writers Council. Wie ist es denn aktuell in der Corona-Zeit? Wie erlebt ihr diese Pandemie? Wie betrifft dich persönlich, aber wie gesagt halt auch die Kolleginnen und Kollegen, dieser Lockdown und was geht da gerade bei euch ab? Ich würde da gerne auf zwei verschiedene Levels antworten. Einmal zu mir persönlich. Ich habe immer mal wieder Jahre, da kommt kein neues Buch raus. Und das heißt, ich arbeite dann eher zu Hause oder mache Fachvorträge, aber in Jahren, wo ein neues Buch rauskommt, wäre ich zum Beispiel jetzt beschäftigt und hätte bestimmt übers Jahr gesehen 30 Lesungen gehabt. Und viele unserer Kollegen und Kolleginnen erwirtschaften ja ihr Einkommen nicht durch Verkäufe, sondern haben so multihybride Tätigkeiten. Das heißt, sie machen Lesungen, sie gehen auf Panels, sie halten Workshops, sie leiten Buchzirkel, sie bringen anderen Leuten das Schreiben bei, sie haben Fachvorträge. Und das haben sie meistens im Frühjahr und im Herbst, im Sommer ist Sommerpause. Und für viele ist das ein hohes wirtschaftliches Gut, was sie durch diese Kontaktveranstaltung erwirtschaften. Und wir haben über 4 Wochen jetzt ein Monitoring gemacht. Und aus 24 Ländern habe ich Daten erhoben. Für den EBC 33 Organisationen haben geantwortet, weil ich natürlich wissen wollte, wie geht's euch? Wie es mir geht, weiß ich. Ich habe es vorhin mal überschlagen. Ich denke, dass ich im März, April, Mai um die 8.000 Euro nicht umgesetzt habe. Aber ich gehöre zu einem der wenigen, die ein Sparkonto haben. Ich hatte vor ein paar Jahren das Glück und hatte einen internationalen Bestseller. Und da ich weiß, wie unsicher das Einkommen sein kann durch Verkäufe, habe ich mir ein Sparkonto angelegt. Und von dem lebe ich jetzt. Andere haben es nicht so gut. Und unter anderem hat unsere kleine Studie, ist schon fast eine Studie, wir haben 70 Seiten Rohtext, ergeben, dass für Schriftstellerinnen aus dem Kinder- und Jugendbuchbereich ist es richtig schlimm, weil die leben fast ausschließlich von Lesungen in Schulen und das ist alles übers Jahr abgesagt. Und dann war natürlich auch die Frage, wie seht ihr denn eure Zukunft, wie seht ihr die Gegenwart, die ist schon schlimm genug, wenn die ganzen Veranstaltungen ausfallen, wie seht ihr die Zukunft? Und das ist sehr speziell, denn anders als in anderen Gewerken, also wenn zum Beispiel eine Kosmetikerin kann jetzt wieder aufmachen, nach und nach werden vielleicht wieder die Kunden kommen und so weiter. Bei uns ist es so, dass es noch eine zweite und eine dritte Welle geben wird. Denn alle Bücher, die jetzt erschienen sind, fielen in ein Loch. Manche Verlage schieben die Programme in den Herbst oder auf nächstes Jahr. Und man muss dazu wissen, dass zum Beispiel, wenn ein Buch erscheint, ist es bei vielen so, dass dann erst der zweite Teil des Honorars fällig wird. Das heißt, auf einmal fehlt das Honorar, mit dem man gerechnet hat für dieses Jahr. Und das kommt dann erst nächstes Jahr, sodass sie im Herbst auch wieder in ein Loch fallen.
Und Übersetzer und Übersetzerinnen berichteten mir, dass angefragte Projekte nicht realisiert werden, weil die Verlage haben teilweise Verluste hinzunehmen bis 80-95%, je nachdem, wie groß sie sind. Große Verlage wie die Holzbrink-Gruppe oder Random House haben vielleicht nur 30%. Aber wenn man von deren Umsatz ausgeht, ist 30% eine Menge. Und ich habe mal ausgerechnet, wie viele Titel in Europa nicht mehr erscheinen werden durch diese 8 Wochen im verschiedenartigen Lockdown. Wir haben sonst 600.000 Titel etwa in Europa, die jedes Jahr neu erscheinen. Und mindestens 150.000 bis 180.000 werden nicht erscheinen. Das heißt, mindestens 150.000 bis 180.000 Übersetzerinnen und Autoren werden kein Geld erhalten, werden keinen Job erhalten. Und bei manchen frage ich mich schon, ob die je wieder an ihre Tastatur zurückkehren. Weil quasi diese Zeit jetzt, du hast gesagt, du hast das Sparkonto, weil die meisten das halt nicht haben und halt einfach ein ganzer Jahreshonorar wegfällt, einerseits wegen Neuerscheinungen und andererseits eben wegen Lesungen etc. Ja, und diese zweite und dritte Welle wird dann interessant, weil natürlich habe ich auch abgefragt, wie sieht es aus mit Hilfsprogrammen in euren Ländern? Und wenn wir auf Deutschland schauen, würde ich ja sagen, es ist kompliziert, weil gerade wir freien Schriftstellerinnen und Schriftsteller, aber ich könnte jetzt auch an die Musikerinnen oder an die Schauspielerinnen denken. Wir haben ja keinen Betrieb. Das heißt, die Staatshilfen, die primär für Betriebskosten benutzt werden dürften, wenn es eng wird, diese Betriebskosten haben wir nicht. Also der Betrieb sitzt vor dir. Ich bin der Betrieb. Ich kann mir nicht ständig einen Computer kaufen und Papier und Tinte kostet auch nicht so viel. Das heißt, meine geistige Leistung ist mein Betrieb. Sodass für Freelancer wie für mich, für Autoren und Urheberinnen, keine Staatshilfen leistbar sind. Wir bleiben auf unseren Verlusten sitzen und das geht fast allen in Europa so. Von den 33 Antworten, die ich bekommen habe, manche waren aus manchen Ländern doppelt, also in rund 14 Ländern gibt es eine wie auch immer geartete staatliche Hilfe, die aber, wenn man in die Details schaut, für die meisten von uns nicht erlaubt ist, weil wir keine Betriebskosten haben. Oder sie ist nur für 2 Monate erlaubt, wenn man nachweist, dass man im März und April keine Veranstaltungen hatte. Aber für den Rest des Jahres werden auch Veranstaltungen abgesagt, für den Rest des Jahres werden Projekte abgesagt und so weiter. Das heißt, wir fallen in ein Loch. Es gibt keinerlei Ausgleich für uns. Und da gehen wir jetzt natürlich bei und entwickeln aus dieser Umfrage, aus dieser Studie heraus Vorschläge an die EU als auch an die Mitgliedstaaten, was können wir denn dann tun? Weil, Niklas, Geld ist nicht alles. Es ist sehr, sehr viel wert. Also ich wäre schon dafür, dass man versucht einzurichten, Hilfspakete für Autoren und Autorinnen, in deren Ländern es keines gibt, einerseits. Aber andererseits trägt einen das auch nur über eine gewisse Zeit. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, was kommt danach, Rekonstruktion, Aufbau, auch dort sage ich, Geld ist nur ein Teil, wir bräuchten auch noch andere Dinge. Und das sind dann die etwas komplizierteren Levels, über die wir dann sprechen würden. Rechtspolitik, Kulturpolitik, Marktpolitik, regionale Entwicklung. Ich sehe das inzwischen als eine Kombination. Denn 2 Länder, die haben gesagt, es ist schwer, die Zeit, die wir haben. Aber es ist nicht sehr schwer oder kaum zu schaffen. Kaum zu schaffen, sagen fast alle Kollegen und Kolleginnen aus Europa, wenn sie auf die Buchbranche schauen. Wir werden eine Rodung der Diversität der Literatur vor uns sehen. 2 Länder allerdings sagen, oh, geht. Und das ist Dänemark und Großbritannien, die uns gerade verlassen haben. Und dann habe ich mich gefragt, warum? Warum sagen Dänemark und Großbritannien, schlimm, aber es geht? Und da erst habe ich begriffen, was die haben. Die haben eine andere Sorte Rechtspolitik und Kulturpolitik und Marktpolitik. Gerade die Dänen sind unglaublich zugewandt der Kultur gegenüber. Ich weiß nicht, hattest du auch schon mal einen Dänen im Gespräch? Leider noch nicht. Dabei lügen Dänen ja bekanntermaßen nicht. Dänen lügen nicht, ja. Oder waren es Tränen? Naja. Ihre Kulturpolitik ist eine sehr, sehr menschliche, sehr humane, wie auch die Gesellschaftspolitik in Dänemark, durchaus sehr zentriert ist auf Werte, die vielleicht sogar traditionell zu verorten wären. Familie, Freundschaft, Zusammenhalt, soziales Miteinander. Und dieses soziale Miteinander weitet sich auch auf die Kulturpolitik aus, sodass sich der Staat Dänemark sehr wohl auch Dinge leisten will. Apropos leisten will, wenn ich dann mal nach Norwegen geschaut habe. Norwegen konnte es und wollte es sich leisten,
all jenen, die im Lockdown mehr E-Books geliehen haben bei den Bibliotheken, dass die gesagt haben, wir als Staat stellen jetzt mal ein Riesenbudget zur Verfügung, 1,6 Millionen Euro, damit jeder in Norwegen die Onleihe benutzen kann, ohne einen Pfennig zu bezahlen. In Deutschland hingegen war es komplett umgekehrt. Da haben die Bibliotheken gesagt, sorry, liebe Autoren und Autorinnen, liebe Verleger, Verlegerinnen, wir müssen im Lockdown doch die Leute versorgen und deswegen müssen wir jetzt von euch die Sachen umsonst haben. Das heißt, man sieht dort schon eine ganz andere Attitüde, wie von einer Gesellschaft oder einer Regierung mit Kultur und ihren Erschaffern umgegangen wird. Norwegen sagt, okay, wir machen das Portemonnaie auf. Und Deutschland sagt, können wir das von euch umsonst haben? Das ist jetzt sehr polemisch verengt, aber ich sage es trotzdem bewusst, um all diese Unterschiede klarzumachen. Und Best-Practice-Beispiele habe ich also in Dänemark gefunden, auch in Großbritannien. Und wenn wir zu etwas kommen, was ich persönlich Plan C nenne, Plan B hat schon mal nicht funktioniert, Plan A war Mist, das sehen wir ja, uns fliegt ja alles um die Ohren. Uns fliegt um die Ohren, dass wir zwar im Internet wahnsinnig viele tolle Sachen machen, aber nicht bezahlt werden. Uns fliegt überall um die Ohren, dass wir unsere freischaffenden Kulturmenschen nie genug sozial versichert haben. Haben wir nur in Frankreich und in Deutschland. Uns fliegt um die Ohren, dass wir kein Urhebervertragsrecht haben, harmonisch gesehen, das absichert, dass wir eine faire Vergütung und Transparenz haben. Und an all diesen Stellen, Plan B wird nicht funktionieren, das heißt, wir brauchen Plan C nach C wie Corona. Und das ist das, wofür ich dann plädieren würde, dass man sowohl auf rechtspolitischer Art und Weise zum Beispiel das Urhebervertragsrecht in den Ländern harmonisch und stark durchsetzt, dass man sich kulturpolitische Vorbilder und Beispiele sucht, kann Dänemark sein oder Norwegen, und sagt, was können andere Länder davon lernen? Oder auch kulturpolitisch, dass man sagt, wir möchten jetzt unsere Mitgliedsländer als zum Beispiel MEP aus der EU motivieren, führt Bibliothekstantiemen ein. Das haben nicht alle Länder. Wir haben das. Wir bekommen ein bisschen Penunsen dafür, wenn unser Buch ausgeliehen wird. Und auch was die Marktpolitik angeht. Amazon hat uns hängen lassen. Amazon hat nicht mehr geliefert und die Buchhändler haben gezeigt, was sie drauf haben. Aber Amazon hat eine marktbeherrschende Stellung eingenommen, sodass durch ihre Weigerung auszuliefern, mittelständische und Kleinverlage jetzt vor dem Ruin stehen, weil unglaublich viel über Amazon gelaufen ist. Und das sind alles Sollbruchstellen gewesen und jetzt können wir dabei gehen. Und was ich auch sehr, sehr wichtig empfinde, ist dabei über die regionale Entwicklung und den Städtetopos nachdenken. Ich schreibe ein Buch und das ist schön. Und jemand liest es und schreibt mir, wie es ihn berührt hat oder dass sie ein Zitat auf dem Oberarm tätowiert hat oder ein Zitat auf dem Grabstein ihrer Mutter. Alles schon passiert. Aber wenn ich eine Bibliothek habe, einen Buchhandel, einen Kulturort, wo Literatur stattfindet, Workshops, politische Diskussionen, dann strahlt das ja auf die Stadt und einen regionalen Topos ab. Das heißt, Kultur hat ein Du- und Ich-Wirkung. Ich schreibe, du liest. Und dann hat aber das, was ich tue, auch eine Wirkung auf eine Region, auf eine Stadt, auf einen Topos, auf eine Wirtschaft, auf Gastronomie und alles. Und ich würde mir wünschen, dass dafür das Bewusstsein geweckt wird. Wenn wir jetzt über Kultur und Kulturhilfen reden, dann ist das nicht nur für die Nina, weil die 8.000 Euro an Umsatz verloren hat, weil sie ihre Vorträge nicht hielt. Darum geht es. Es geht darum, was hängt alles an Kultur? Und das ist Gastronomie, das ist Touristik, das sind Arbeitsplätze, das ist auch Demokratie, das ist Austausch, das ist Wirkung. Und Nina, ja. ich will dich mal ein ganz kleines bisschen unterbrechen, weil du super viele Punkte ansprichst, die alle sehr interessant sind und alle sehr spannend sind. Und ich würde da eigentlich gerne näher drauf eingehen. Lass uns erst noch mal einen Schritt zurückgehen bezüglich der aktuellen Finanzsituation. Da würde mich mal interessieren, wir haben ja an verschiedenen Stellen gefordert, dass wir jetzt für die Situation jetzt sagen, es gibt eine Grundsicherung für alle Künstler. Das heißt, jeder, der in die KSK einzahlt, ich weiß, dass das ganz große Probleme gibt, weil es viele Leute gibt, die nicht in die KSK einzahlen, obwohl sie Künstlerinnen und Künstler sind. Aber dass jeder, der das macht, erstmal so einen ersten Angriffspunkt zu haben, 1.180 Euro kriegt pro Monat, um einfach die Betriebskosten Mensch, sage ich mal, decken zu können. Ist das erstmal ein erster Punkt, wo du sagst, okay, das hilft schon mal, oder würdest du sagen, das ist eigentlich Quatsch, das geht in die falsche Richtung, oder wie würdest du das bewerten? Als jetzt, jetzt erstmal nur konkrete Corona-Maßnahme, weil der zweite Punkt, und das finde ich sehr schön, dass du da schon selbst drauf
zu sprechen gekommen bist, ist die große Frage, wie machen wir weiter nach Corona? Und die ist viel, viel schwieriger zu beantworten, die Frage, glaube ich, als zu sagen, hier sind 1.000 Euro. Erstmal fand ich es grundsätzlich bewundernswert, wie schnell, und das muss man vielleicht auch einfach mal sagen, wie schnell Deutschland und die Länder individuell zunächst und dann auch konzertant so etwas auf die Beine gestellt haben. Das war schon großes Tennis. Und natürlich gibt es an unfassbar vielen Stellen Frustration. Aber dennoch sollte man einmal kurz klar machen, das war wahnsinnig schnell. Und das war teilweise unglaublich gut. Dass wir jetzt nun diese Lücke haben bei den Künstlerinnen und Künstlern und Freischaffenden, wirklich Berufsautoren, Autorinnen, Berufsurheberinnen, Urheber aller Art, die wirklich, wirklich, wirklich davon leben und nicht nur das mal so ausprobieren. Dass wir dort diese Lücke haben, ist vermutlich dem Unwissen geschuldet. Selbst im Monitoringbericht des Bundeswirtschaftsministeriums von Deutschland ist ja eigentlich unklar, von wie vielen Menschen reden wir. Weil manche tauchen in der KSK auf, andere tauchen vielleicht nur bei den Steuerbehörden auf, weil die innerhalb eines Mini- oder Midi-Jobs ihre Umsätze pro Jahr angeben, aber vielleicht noch einen anderen Beruf haben, der es ihnen nicht erlaubt, in die KSK zu gehen. So. Und das heißt, man weiß eigentlich zu wenig über uns Kulturschaffende. Man weiß nicht genau, wie viel sind wir. Nun haben verschiedene Länderbeispiele ja gezeigt, wie es gehen kann. Und dieses Basiseinkommen finde ich eine ganz hervorragende Richtung. Ich möchte mich überhaupt nicht über die Höhe streiten. Zum Beispiel, wenn ich mir Kolleginnen und Kollegen aus Sachsen anhöre. Da gab es eine Soforthilfe von 400 Euro, wenn mich nicht alles täuscht, über 3 Monate. Und 400 Euro kann in Sachsen sehr viel sein, kann aber auch wahnsinnig wenig sein. Dasselbe bei 1.180. Es kommt darauf an, in welcher Lebenssituation bist. Hast du noch jemanden? Bist du alleinerziehend? Hast du noch Kinder? Was geht bei dir sonst ab? Es geht in eine richtige Richtung. Aber Niklas, auch als Kauffrau frage ich mich, wer soll das wie lange bezahlen und was kommt dann danach? Grundsätzlich finde ich, es gibt ein paar Best-Practice-Beispiele von den Ländern und der Bund sollte aufhören zu zicken. Das war laut. Auch, liebe Frau Grütters, nein, wir möchten nicht in Hartz IV. Das ist nicht der Ansatz, den ich da als korrekt ansehe. Und das flächendeckend für alle Länder installieren. Vielleicht nicht nur mit KSK-Mitgliedschaft als Grundsatz, vielleicht noch mit ein, zwei anderen Sachen. Das ist machbar. Fragt sich nur, wie lang? Was denkst du? Wie lang kann man sowas durchhalten, auch als Staat mit der Staatskasse? 6 Monate? Die andere Frage ist auch, will man das durchhalten? Also ich meine, das würde ja bedeuten, also das setzt ja voraus, dass in der ganzen Zeit die Künstler in ihrer Schaffungskraft gestoppt sind. Ne? Also man kann das halt so als so eine Notfallmaßnahme für 1, 2, 3, vielleicht 6 Monate machen, wenn halt in der Zeit einfach nichts anderes passieren kann. Aber ich glaube, den meisten oder eigentlich allen Künstlern ist doch klar, wir wollen Kunst machen und nicht hier uns darum streiten, ob wir 400 oder 1.100 Euro kriegen erklären müssen, warum wir nicht in Hartz IV wollen. Und damit sind wir, finde ich, bei diesem zweiten Schritt, also klar, die Kosten auch für die Staatskasse, das ist nochmal eine andere Frage, die wir aber, finde ich, nicht unbedingt beantworten müssen, weil diese Situation alle betrifft. Und man kann nicht sagen, wir retten jetzt die Autobranche mit, was weiß ich, wie viel Kurzarbeitergeld und Abwrackprämie, aber die Künstler, wobei irgendwie mehrere Millionen Menschen auch in der Kunst- und Kultursektor arbeiten, die unterstützen wir nicht. Also entweder gehen wir als Gesellschaft für alle in Verantwortung und müssen dann natürlich passgenaue Lösungen für jeden finden, oder wir helfen niemandem und jeder kann gucken, wo er bleibt, aber dann kann man auch nicht so einen bundesweiten Lockdown verordnen. Die Frage, die ich mir stelle, ist halt, was kommt danach? Und da hattest du jetzt auch schon mal angesprochen, dass wir quasi aufholen müssen, was verloren gegangen ist. Die Tatsache, dass Amazon nicht geliefert hat, die Tatsache, dass die Leipziger Buchmesse nicht stattgefunden hat, die Tatsache, dass die Buchläden nicht auf hatten, hatte viel, viel größere Auswirkungen auf die Buchbranche als einfach nur ein paar weniger Bücher verkauft, sondern es hat ja wirklich diesen ganzen Prozess in Stocken gebracht. Also diese 180.000 Titel, die nicht erscheinen werden, das liegt ja daran, dass halt keine Werbung dafür gemacht werden konnte, auf einer Buchmesse zum Beispiel, dass die Leute nicht in einem Buchladen zufällig ein neues Buch finden konnten, was sie interessant finden, und so weiter. Und da wäre halt die Frage,
die ich mir stelle, wie kriegen wir es hin, die Leute wieder dazu zu bewegen, in den Buchladen zu gehen, neue Bücher zu lesen, beziehungsweise natürlich auch sämtliche andere Kultur wieder zu begreifen oder halt wahrzunehmen. Und halt, ergibt es Sinn? Erste Frage. Jetzt in Zukunft zu sagen, wir haben ja dieses Programm Creative Europe, was sich über 7 Jahre erstreckt. Ergibt es Sinn zu sagen, wir ballern jetzt in die ersten 2 Jahre wesentlich mehr Geld rein als in die letzten 5 Jahre, damit wir erstmal überhaupt diesen Motor wieder ans Laufen bringen, damit überhaupt die Kultur wieder wahrgenommen wird und erstmal die Leute die nächsten 2 Jahre überleben können, weil wir sonst in 5 Jahren eh gar nichts mehr haben. Ergibt es Sinn oder ist es, oder sollte man da lieber dann doch kontinuierlich rangehen? Ich würde das Programm Creative Europe mal kurz ausklammern. Natürlich ist es möglich, dort Gelder umzuwidmen, das ist ganz klar. Ich meine nicht nur konkret für das Programm, einfach als Beispiel. Ja. Ich denke, dass es sich auf verschiedenen Ebenen abspielt. Wir beide, du und ich, wir sprechen gerade auf Deutsch, das ist unsere Sprache. Wir sind auch ein bisschen eine Minderheitensprache. Und gleichzeitig ist der deutschsprachige Literaturraum der drittgrößte Markt der Welt nach China und nach den USA. Das heißt, wir importieren wahnsinnig viel und wir sind auch ein Zentrum von ganz viel Diversität von Stimmen. Und gerade wenn man den Sinn der Demokratie und der Vielfalt zugrunde legt, dann brauchen wir diese Vielfalt. Zyniker, für die habe ich kein Verständnis, die sagen, ach, das macht doch nichts, wenn nächstes Jahr 150.000 Titel weniger in Europa erscheinen, weil wir dies Jahr so viele Verluste haben. Die sind doch vielleicht eh nicht gut. Und das ist ganz, ganz gefährlich, so zu denken, weil es geht natürlich um Vielfalt, um Minoritätensprache, um auch Zugang zu einer Kultur und Literatur und Ausdruck zu haben, der nicht nur weißen, reichen Eliten vorbehalten ist, weil die es sich leisten können. Und das ist gerade, wenn man den Blick auf eine pluralistische Gesellschaftsordnung lenkt und auch denkt und etwas, was wir auch brauchen, gerade im Angesicht dem Scheitern der Demokratien an so vielen Stellen, brauche ich dir und wahrscheinlich den meisten nicht zu erzählen, was ich damit meine. Das heißt, wir müssen auch für eine pluralistische Weltordnung sorgen und dazu gehört auch Vielfalt der Literatur. Das kann ein Motor sein, warum man sagt, ich möchte Förderprogramme, die national als auch europäisch ablaufen, installieren. Wie zum Beispiel, lasst uns explizit Übersetzungsprojekte aus Minderheitensprachen fördern, indem wir die Übersetzer fördern, die Übersetzerin oder die Verlage, die sich solche Projekte jetzt doch noch trauen. Die würden es sich nicht trauen, aus Minoritätensprachen etwas zu übersetzen oder ein 2 Jahre recherchieren zu lassen. Zum Beispiel gab es mal ein Buch über den armenischen Genozid, ein unglaublich wichtiges Buch. Aber weißt du was, das wird sich nicht öfter als 800 Mal verkaufen, aber es wird darüber berichtet werden und es war ein wahnsinnig wichtiges Buch für die Demokratie. Und da wurde wahnsinnig viel Geld für die Recherche reingesteckt, für die rechtsgültige Absicherung und so. Und wenn es solche Projekte noch geben soll, über sowas muss man auch sprechen, dass wir nicht nur an Stephen King und John Grisham denken müssen, sondern an Projekte, die auch wichtig sind. Oder wenn man, ich habe vorhin Urheberrechtspolitik angesprochen, dass man auch Anreize schafft zu sagen, wir möchten nicht zurück zu dem Geschäftsmodell, wo das Geschäftsmodell der Verlage darauf beruht, auf der Dankbarkeit der Autoren und Autorinnen. Wollen wir nicht. Die Gefahr ist aber groß. Das heißt, wir könnten jene Verlage und Verlegerinnen mit Zuschüssen bedenken, die ganz klar autorenfreundliche Verträge machen, um es darüber zum Beispiel zu spielen. Man könnte, und das ist ebenfalls sehr wichtig für politische Partizipation, man muss sich anschauen, wie wird es den ganzen Interessensvertretungen gehen. Ich arbeite ehrenamtlich als Präsidentin, genauso wie mein gesamter Vorstand. Und wir ernähren uns und werden politisch für unsere Kollegen und Kolleginnen sichtbar durch Mitgliedsbeiträge. Und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere nächstes Jahr keinen Mitgliedsbeitrag mehr zahlen kann. Und der Sinn von Solidarität ist, ihn ja nicht rauszuschmeißen, sondern bei mir zu behalten. Aber wie kann ich dann meine Arbeit weiter garantieren? Das heißt, Netzwerke stützen. Und was ich wahnsinnig spannend fände, wäre ein Programm zur Unterstützung der Kultur im Digitalen. Im Moment machen wir das ja alle freiwillig. Wir rasen da hin und machen irgendwie Skype und Zoom und nehmen auf und Twitch und versuchen mit Zapier Pay-Per-View irgendwie zu machen. Gelingt uns natürlich überhaupt nicht. Und da ist die Frage, wie können wir das so aufbauen, dass wir fähig sind, eine Hybridkultur zu fahren? Mit weiterhin Veranstaltungen, mit Kontakt, aber auch Formaten digital,
Wie kann man das rechtspolitisch absichern? Wie kann man das finanziell absichern? Wie kann man eine Plattform überhaupt europäischer Art dafür erstellen, ohne dass man schon wieder einen Marktteilnehmer aus Silicon Valley hat mit seinen AGBs und seinen unhöflichen Vertragskonditionen für uns? Das heißt, ist dort Spielgeld übrig, zum Beispiel auf europäischer Ebene? Das sind so Ideen. Also wir werden ungefähr 20 bis 25 Ideen präsentieren. Ich glaube, das waren jetzt gerade 5, die ich erwähnt habe. Okay. Ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, ich bin relativ froh, dass du den auch angesprochen hast, ist das Thema Sozialabsicherung von Künstlerinnen und Künstlern. KSK, also die Künstlersozialkasse, haben wir jetzt gerade schon mehrfach angesprochen, die ist in Deutschland sehr bekannt, in Frankreich gibt es ein bisschen anderes Modell, aber das war's. Ich glaube es, oder ich fände es interessant und auch wichtig, dass wir es hinbekommen, europaweit eine Mindestabsicherung für Künstlerinnen und Künstler hinzubekommen. Das kann dann eine KSK sein, das kann dann das französische Modell sein, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Wie es heißt, weiß ich auch nicht, aber du musst nachweisen, dass du mindestens schon 9.300 Euro im Jahr umsetzt, um dann noch staatliche Grant von, ich glaube, 1.000 nochmal draufzukriegen pro Monat. Genau, plus du musst auch mindestens irgendwie 43 Tage im Jahr, das war nämlich deren Problem, musst du spielen, also gespielt haben oder was produziert haben und so weiter. Und das ist natürlich bei der Corona-Krise denen auch auf die Füße gefallen, weil die ja dann auch ganze Monate nicht spielen konnten. Aber genau, also wie man es auch macht, ist ja, kann man ja unterschiedlich machen, aber es muss gesichert sein, dass Künstlerinnen und Künstler eine Absicherung haben, einmal in der Frage von Arbeitslosigkeit, wie ja jetzt, aber eben auch in der Frage von Alter, Rente und so weiter, weil es gibt sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die alt sind, die ihr Leben lang gearbeitet haben und trotzdem im Alter dann irgendwie auf 500, 600 Euro rumknarzen und gucken müssen, wie sie davon überleben können. Und das fände ich schön, wenn wir da auch nochmal uns genauer zu unterhalten können, weil ich glaube, dass das vielen gar nicht so bewusst ist. Ich hatte mal nochmal eine Umfrage gemacht, die ist schon ein bisschen älter, vor 3 oder 4 Monaten, als wir alle noch an was ganz anderes dachten. Da brauchte ich ein paar Zahlen und Erhebungen und Meinungen von unseren Kollegen aus Europa zum Thema, wenn eine Fee kommen würde und die hätte 3 Wünsche frei, was würdet ihr euch wünschen? War eine ganz banale Frage. Einfach nur, was würdet ihr euch für die Verbesserung eurer Lebens- und Arbeitsbedingungen wünschen? Und ich habe mit allem Möglichen gerechnet, aber nicht, dass der Top-Favorit ist Altersvorsorge. Also man muss den Altersschnitt auch unserer Kollegen und Kolleginnen bedenken, wenn du Schriftsteller und Schriftstellerin wirst, Berufsschriftstellerin. Das wirst du so ab 30, 35. Vorher machst du noch alles andere und deine Eltern sagen, oh Gott, werd doch nicht Schriftstellerin, das ist ja furchtbar. Das heißt, du machst erstmal irgendwie einen Umweg und dann steigst du ein und dann brauchst du nochmal 10 Jahre, um dich zu etablieren. Und erstaunlicherweise, egal ob 35 oder 55, Altersvorsorge. Denn viele sitzen entweder im Alter halt da und haben nichts oder sie müssen wiederum auf staatliche Grundsicherung zurückgreifen, was den Staat eigentlich dann viel zu viel kostet. Das heißt, wie war das immer? Billig wird teuer. Das heißt, wenn wir sozusagen unsere Kulturschaffenden immer so ein bisschen als billige Arbeitskräfte sehen, fällt uns das irgendwann auf die Füße. Und Pension Schemes, ja, das Modell KSK habe ich dann auch eingereicht, auch bei dieser europäischen Konsultation, die es dazu gab, einfach als Best Practice. Dieses Best Practice, wo ein Teil des Geldes von deinen Auftraggebern oder deinen Verlagen bezahlt wird, ein Teil vom Staat und ein Teil du selbst trägst. Das finde ich eine sehr, sehr ausgeglichene Art, sowas auf die Beine zu stellen und hat auch Zukunft. Finde ich gut. Sollten wir irgendwie so als Best Practice vielleicht rumreichen? Ich weiß nicht. Wir sitzen auf jeden Fall dran, weil, wie gesagt, das ist ein Thema, das mich schon seit, ja, seit wir uns auch kennen übrigens, seitdem schon länger umtreibt und eins, das ich sehr gerne verwirklicht sehen wollte. Und was jetzt in dieser Krise, also die Krise hat aus meiner Sicht dann mehr zutage gefördert, was eh schon ein Problem da ist. Weniger, also ich meine, euch würde es wesentlich besser gehen, wenn halt die ganzen Probleme im Vorhinein schon behoben worden wären. Dann wären wir jetzt gar nicht in dieser prekären Situation. Aber ein Punkt. Wir haben leider schon das eben. Wir wollen schon 15 Minuten und machen 50. Ja. Genau, dass wir schon wieder ganz lange dran sind. Aber einen Punkt fand ich sehr interessant. Und den habe ich auch letztens angesprochen bei einer anderen Diskussion zum Thema Stadtentwicklung beziehungsweise Kultur als Entwicklungs-, Regionalentwicklungs-,
Ding, sage ich mal, Motor, weil wir haben auch der Europäische Rechnungshof hat sich beschwert bei den Regionalfördermitteln. Ich bin auch im Regionalentwicklungsausschuss, deswegen war das für mich relevant. Und die haben sich beschwert, weil du mit diesen Regionalfördermitteln, die die EU ausgibt, die gigantisch sind im Vergleich zu den Kulturfördermitteln, kannst du Kultur fördern in Form von Kulturinfrastruktur. Also Bühnen kannst du fördern, du kannst auch Kulturdenkmäler fördern, du kannst auch den Aufbau einer Innenstadt derart an kulturell anreichern, dass die Innenstadt auch interessanter wird und dass man da halt auch gerne hingeht. Und das kannst du damit zwar alles machen, das wird aber nicht getan. Und das hat der Rechnungshof sehr moniert und hat gesagt, so kann das nicht sein. Eigentlich sind diese Mittel dafür da oder halt zumindest in Teilen auch dafür da. Und das wird nicht getan. Und da hat sich dann auch noch bei mir der Deutsche Handelsverband gemeldet, also ne, unsere Freunde vom Handel. Und die haben das auch gesagt. Die haben auch gesagt, wir wollen eine qualitative, kulturelle Aufwertung der Innenstädte, weil das natürlich auch dazu führt, dass die Einzelhändler wieder mehr verkaufen. Das ist beim Beispiel Gastronomie oder Buchladen. Aber genauso, wenn du einen guten Buchladen und ein gutes Restaurant in der Innenstadt hast oder eine gute Kneipe, dann gehst du vielleicht auch nochmal in die Boutique oder in Schuhladen oder sonst was und kaufst auch da nochmal ein. Das ist wirklich eine Belebung der Stadt. Habt ihr da auch konkrete Vorschläge, wie man das auf europäischer oder auf nationaler Ebene noch mehr umsetzen kann? Also wir haben den Punkt regionale Entwicklung auch als eine der wichtigsten 6 Säulen, die wir irgendwie so vorstellen möchten. Und bisher bin ich da ein bisschen stecken geblieben. Da brauche ich nämlich einen Stadtentwickler, der mir rechtzeitig sagt, bevor ich Vorschläge mache, ob das noch unter regionale Entwicklung fällt oder ob ich da ein bisschen auf dem falschen Dampfer bin. Es gibt in der Schweiz, die jetzt nicht zu der EU gehört, die ich aber durchaus beeindruckend finde, einen nationalen Förderfonds, wo sich Veranstalter und Veranstalterinnen, egal ob Buchhändlerin, Galerie, Plattenladen, bewerben können, um das Honorar für einen dort auftretenden Autoren, Autorin, Künstler, Künstlerin zu bezahlen. Also die zahlen, der Veranstalter zahlt quasi die Technik und den Raum und seine Überstunden und das Autorenhonorar wird von diesem Fonds übernommen. Das, ich sag mal, das ist die nachvollziehbarste Form, einen örtlichen Veranstalter zu unterstützen. Das sehe ich zum Beispiel unter Möglichkeit von regionaler Förderung. Natürlich könnte man auch sagen, was ist standortspezifisch, was können wir standortspezifisch fördern, auch durch andere Sachen, nicht nur Geld hineingeben, sondern vielleicht Gelder erlassen. Ist dann die Frage von Mieten, ist dann die Frage von Räumen, Studioräumen, Künstlerräume, Künstlerhäuser, Tax Relief. Auch so eine Frage, kann man quasi Klassifizierungen machen und sagen, du bist irgendwie ein Veranstaltungsort, du kannst dich dafür bewerben, in eine Klassifizierung zu kommen, um bestimmte Steuern nicht zu zahlen. All das geht uns im Kopf herum. Da brauchen wir allerdings noch einen guten Gesprächspartner und einen Sparringspartner, um das, was wir im Kopf haben, mal abzuklopfen, inwieweit das auch umsetzbar ist. Weil wir können Fiktion, aber wir wollen Fakten schaffen. Schön. Lass uns gemeinsam daran arbeiten, da ein bisschen Fakten zu schaffen. Ich fände das sehr spannend, auch gerade mit euch, mit dem European Writers Council, da in engem Austausch zu sein bei den Punkten. Wir sind nämlich auch gerade dabei, konkrete Punkte zu machen, wie wir auch mit den bereits bestehenden Fördermitteln das noch besser zu nutzen. Also, dass wir wirklich auch einfach gucken, dass wir die Regionalentwicklungsmittel zum Beispiel viel mehr auch für Kultur und Kulturinfrastruktur ausgeben, dass dann die Bühne, auf der du auftrittst, dann halt viel günstiger ist, also die Miete, und dann kann der Veranstalter dir dann mehr Gage geben und so weiter. Ne? Genau, und das sind, glaube ich, alles Wege, wo man mal abklopfen kann, was können wir mit den aktuellen Mitteln machen, aber auch, ich finde, das ist gerade die richtige Situation, in so einer Zeit von einer Krise auch mal neu zu überlegen, was brauchen wir eigentlich an Fördermitteln, was brauchen wir eigentlich an neuen Möglichkeiten, an neuen Geschäftsmodellen. Es kann ja auch nicht sein, dass die gesamte Kultur immer nur von Fördermitteln lebt, sondern es muss ja auch lukrativ sein, und auch da kann man, glaube ich, rechtspolitisch viel machen, um das, dass ihr einfacher Geld verdienen könnt. Wahrscheinlich nie, also da müssen wir auch uns nichts vormachen, aber sowohl bilateral, Vertragsrecht, als auch nach außen gehend, wer vertreibt uns eigentlich, wer sind die Distributoren und was können wir da noch für uns rausholen? Ja. Ja. Und es gab auch eine schöne Idee bezüglich regionale Einkaufsgutscheine für Kultur.
Das heißt, du kriegst einen Gutschein für, sagen wir mal, 100 Euro für Bücher, aber nur, wenn du das in 50 Kilometer Umkreis von deinem Wohnort ausgibst. Und dann kannst du in den Buchladen gehen vor Ort und da dann halt Bücher kaufen oder meinetwegen auch Musik und was auch immer oder Theaterkarten, und unterstützt so wirklich Künstlerinnen und Künstler vor Ort beziehungsweise im Buchladen, den Einzelhandel, die eigene Innenstadt statt Amazon, die im Übrigen keine Steuern zahlen und der Buchladen schon. Also, anstatt Abwrackprämie, lieber eine Kulturprämie. Da bin ich direkt bei dir. Ja, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und diesen Einblick auch zu bekommen, was es in anderen Staaten mit Künstlern bzw. mit Schriftstellern und Übersetzern auf sich hat. Übrigens auch dieses Übersetzungsangebot, da könnte man auch noch mal eine Stunde drüber reden. Ich glaube, es ist nämlich zum Beispiel auch sehr wichtig, dass wir es auch hinbekommen, ne, dass Übersetzer finanziert werden, dass die es. Also, dass wir es hinbekommen, zum Beispiel Literatur aus Litauen oder aus Griechenland oder aus Estland, also so kleineren Ländern, wo es sich nicht wirklich erstmal lohnt, jetzt den großen Aufwand zu betreiben, das zu übersetzen, dass wir aber trotzdem das mitbekommen und auch hier in dem Rest von Europa dann einfach mitbekommen, was ist da die kulturelle Diskussion, was ist da die politische Auseinandersetzung, die gesellschaftliche Herangehensweise und so weiter. Ich finde das immer sehr interessant, auch da quasi einen Eindruck zu bekommen und nicht nur, was sind unsere deutschen Themen und wir lesen alle Faust und so weiter. Den euren Schobi, Mama. Niklas, wir, das heißt wir Autoren und Autorinnen Europas, wissen es sehr zu schätzen, wie du dich für uns einsetzt. Das wissen wir sehr zu schätzen. Vielen Dank. Gerne. Ich danke dir nochmal herzlich für dieses Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Tag. Und wir hören voneinander. Ja, das tun wir, mein Lieber. Mach's gut. Tschüss nach Tschüss. Brüssel.